Herzlich willkommen bei Kolpen will's wissen, hier bei mir zu Hause. Bei raus dürfen wir ja im Moment nicht so viel. Ich freue mich sehr, Frau Professor Reicher für Raumplanung der RWTH heute zu Gast zu haben. Ich habe schon viel von Ihnen gelesen und war sehr begeistert beim Lesen, welche Ideen Sie für Aachen haben. Da teile ich auch viele von und darüber wollen wir gerne, oder ich möchte gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Und ich denke, Sie auch, sonst wären Sie nicht hier. Über das Bild im Hintergrund haben wir schon gesprochen, ein echter Kellermann an dieser Stelle auch nochmal gesagt, zum Thema Weg. Passt ja zu Ihrem Thema Raumplanung, da geht es um Wege. Aber vielleicht erstmal ein bisschen persönlich. In Ihrem Lebenslauf, den habe ich natürlich ein bisschen studiert, um so ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, habe ich festgestellt, wir sind beide aus der Eifel. Das verbindet uns schon mal. Wenn ich richtig lese, sind Sie in Prüm geboren. Habe ich das richtig im Kopf? In einem ganz, ganz kleinen Dorf an der Luxemburger Grenze. Das Dorf hatte damals 100 Einwohner und hat heute 60. Ja, ich meine, Sie sind ja auch nicht da geblieben. Aber ich fahre gerne dorthin. Ja, das, also da habe ich viele gute Erinnerungen. Auch ich habe in Trier studiert. Von daher ist die Grenze von Rheinland-Pfalz zu Luxemburg mir sehr bekannt und sehr vertraut. Aber ich bin auch nicht dort geblieben. Ich bin nach Aachen gegangen dann vor über 30 Jahren und hier hängen geblieben, wie so viele Menschen, die Potenziale der Stadt entdecken. Wir haben eben in einem Gespräch nochmal gesagt, der Aachener hat eine schlechte Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung ist besser. Von außen erkennt man sofort diese Perle, diesen Reichtum dieser Stadt, aber dem Aachener selber ist das nicht so vertraut. Also der ist ja eher so bescheiden in der Wahrnehmung seiner Stadt und sieht viel Schlechtes und wenig Gutes. Jetzt sind Sie ja nach Aachen zurückgekehrt und ja, vielleicht als erste Frage auch, was hat Sie nach Aachen gezogen damals? Warum sind Sie nach Aachen gegangen aus der Eifel? Es hätte ja noch andere attraktive Ziele im Umfeld geben können. Ja, genau. Ich habe mir überlegt, in welche Stadt will ich jetzt gehen? Die nächste Stadt war Trier. Sie haben eben Trier angesprochen. Oder eben Aachen. Das waren beides Städte, wo man Architektur studieren konnte. Und letzten Endes habe ich mich dann für Aachen entschieden, auch weil die Hochschule eben einen sehr guten Ruf hat und weil ich das Gefühl hatte, hier kann man Lebensqualität mit einer guten Ausbildung miteinander verknüpfen. Und das war auch im Nachhinein eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und selbst wenn ich zwischendurch mal lange Zeit im Ruhrgebiet gearbeitet habe, man kann sich ja seine berufliche Tätigkeit nicht immer aussuchen. So war Aachen eigentlich immer für mich der Lebensmittelpunkt. Hier hat meine Familie gewohnt, hier sind und gehen noch meine Kinder zur Schule. Und selbst wenn mein Mann in Luxemburg arbeitet und ich in Dortmund lange Zeit gearbeitet habe, so war Aachen eigentlich für uns ja Heimat und der Ort, wo wir unsere Freizeit und unser Familienleben verbracht haben. Ja, gute Überleitung. Was ist denn Ihr Lieblingsort in Aachen? Es gibt verschiedene Lieblingsorte. Um ehrlich zu sein, ist es meine Straße, in der ich wohne, weil die Straße öffentlicher Ort ist, wo man sich begegnen kann und wo es eine super Nachbarschaft gibt. Und ich kann sozusagen von meinem Zuhause in einer Viertelstunde zum Marktplatz, zum Dom, zum Rathaus gehen. Also ich habe viele Lieblingsorte und ja, das ist ja auch ein unschätzbarer Wert der Stadt Aachen, dass alles doch relativ nah beieinander ist. Zumindest wenn wir im Zentrum denken, die Stadtteile drumherum. Das ist natürlich auch noch eine Herausforderung, was die Mobilität angeht, wie man von Wahlheim, von Haaren schnell in die Stadt kommt. Das ist sicher auch nochmal ein wichtiges Thema für die Stadt. Aber in der Stadt selber ist ja vieles wirklich fußläufig erreichbar und sehr nah. Also was mir sehr gut gefällt, ist die Aussage, Nachbarschaft ist die neue Familie. Das passt ja auch so ein bisschen zu dem Bild Ihrer Straße, den Sie gerade beschrieben haben. Ja, genau.
Also ich denke, dass dieses unmittelbare Umfeld ein ganz wichtiges ist. Und das interessiert mich natürlich als Städtebauerin besonders. Wie können wir das attraktiv für alle gestalten? Das fängt natürlich an bei dem öffentlichen Raum. Es hört aber auch auf bei Fragen der fußläufigen Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen. Also Quartier der kurzen Wege oder Stadt der kurzen Wege muss für uns als Städtebauer und Stadtplaner eine ganz wichtige Leitplanke sein. Das ist hier in Aachen noch verhältnismäßig gut, aber wir sehen auch an bestimmten Stellen, dass es Konzentrationsprozesse gibt. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz bewusst entgegensteuern. Wir haben über die Stadt der kurzen Wege gesprochen und Sie sprachen von Konzentrationen an bestimmten Orten. Können Sie das mal weiter ausführen? Wo ist es da aus Ihrer Sicht zu eng? Wo haben wir Räume, die wir nicht ausreichend nutzen? Also ich denke, wir müssen uns mit den spezifischen Charakteristika der jeweiligen Stadtteile auseinandersetzen. Es gibt keine pauschale Antwort. Also das Frankenberger Viertel hat andere Qualitäten als der Kernbereich der Stadt oder der Königshügel hat nochmal eine ganz andere Charakteristik als andere Bereiche in der Stadt. Und ich würde immer sehr darauf achten, wie kann man die Eigenarten und auch die Identitäten der jeweiligen Quartiere herausarbeiten und wie kann ich sie in Wert setzen. Das gilt für die Architektur, das gilt für die Nutzung, das gilt für die Angebote, die wir dort machen müssen. Und was mir natürlich auffällt, ist an vielen Stellen, dass wir im Vergleich zu anderen Städten sehr großzügig mit dem Thema der Automobilität umgehen und dass wir viel zu wenig die Qualität des öffentlichen Raumes. Und der öffentliche Raum ist einerseits die Visitenkarte der Stadt, aber er ist auch das Rückgrat der Stadt, dass wir uns damit viel zu wenig auseinandersetzen und uns um Qualität des öffentlichen Raumes kümmern. Was heißt denn Qualität ganz konkret? Der Mensch, der jetzt raushört, mein Auto ist also nicht so gewünscht, was kriegt er dafür, wenn er sein Auto vielleicht aus der Stadt rauslässt? Ja, manchmal muss man erstmal testen, was wäre, wenn? Also wir sind ja alle sozusagen Gefangene unserer eigenen Gewohnheiten und auch ein bisschen bequem an vielen Stellen. Und manchmal führt uns erst ein Sonderstatus oder eine Sondersituation oder ein Erproben von Möglichkeiten zu der Erkenntnis, dass wir Stadtraum wieder zurückgewinnen können. Also wenn wir heute zum Beispiel darüber diskutieren, wie sieht unser Katschhof aus? Und unser Katschhof war ja noch in den 1970er Jahren ein Raum, wo wir ganz selbstverständlich geparkt haben. Damals gab es genauso Proteste wie heute, wenn wir den Individualverkehr aus bestimmten Stadtteilen rausdrängen. Aber manches können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Für mich heißt das einfach, wir müssen einfach mal erproben, was kann denn ein Gewinn sein, wenn wir eben an vielen Stellen die Parkplätze sozusagen zurücknehmen und dafür wieder Freiräume oder einfach ein Stück Grün gewinnen. Das ist manchmal schwer, weil unsere Vorstellungskraft ist ja auch in Teilen nur beschränkt und wir denken immer an Verlust. Aber Verlust kann, und das zeigen ganz viele Erfahrungen in der Stadtplanung, wirklich ein Gewinn an Lebensqualität sein. Und ich glaube, wir sehen das doch im Augenblick ganz gut. Jetzt sind wir gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir stellen fest, wie ruhig unsere Städte sind. Ja. Wir merken, dass unsere Luft auf einmal sozusagen viel angenehmer ist. Und das konnten wir uns alles vorher gar nicht vorstellen. Und von daher bin ich immer jemand, der nicht sagt, ich will dies und jenes verordnen, sondern ich will das einfach mal erproben und aus dem Erproben Schlussfolgerungen für eine neue Qualität von Stadtraum für, sagen wir mal, ein Zurückgewinnen von Parkräumen für Stadt oder für Stadträume. Das möchte ich einfach gerne stärker hier in Aachen probieren. Und ich glaube, da sind gerade Studierende
und deren Vorschläge, die Sie ja schon auch in Teilen gemacht haben, eine gute Basis für dieses Denken, was wäre denn, wenn wir das einfach mal auf den Kopf stellen? Ja, ein Beispiel ist ja schon im Moment leider nicht so in Nutzung, weil wir dürfen es ja nicht mehr so nahe kommen. Aber ich finde das sehr gelungen am Theater, die eine Spur, wo jetzt, ich dachte zuerst, naja, was ändert sich jetzt hier? Da fahren die Busse weiter durch, aber als dann plötzlich Bänke da standen und Grünbeete angelegt waren, hat man sehr schnell eine Idee davon bekommen, wie so ein Raum dann plötzlich einen ganz anderen Charakter bekommt. Ne? Und ich denke, wenn wir jetzt so ein Wetter wie jetzt und wir dürfen wieder gemeinsam auf den Bänken sitzen, dann wird dieser Streifen, der ja auch wirklich nur ein schmaler Streifen ist, vom Raum her, sehr schnell belebt werden und es wird eine ganz andere Qualität bekommen, dieser Zwischenraum zwischen Theater und Geschäften auf der anderen Seite. Das, denke ich, ist ein guter Weg, Menschen auch zu zeigen, was geht. Und wir sehen ja selber oder erleben es selbst, wenn wir im Süden sind, da gibt es wahnsinnig viele Plätze in den Städten. An der kleinsten Ecke gibt es einen Platz mit einem kleinen Café und wir genießen das im Urlaub. Und wenn wir zu Hause sind, können wir diese Visionen gar nicht so hochholen, weil alles eben so ist, wie es ist. Es ist ein Parkplatz, es ist sehr viel Verkehr durch die Stadt, sehr viel auch Querverkehr, der sicherlich auch nochmal anders geleitet werden könnte. Da spielt der Grabenring ja eine wichtige Rolle. Also was machen wir innerhalb und außerhalb des Grabenrings und wie kann man diesen Grabenring auch ein Stück weit als Regulativ nutzen, um diese Durchfahrt durch die Stadt auch zu durchbrechen? Da haben Sie mit Ihren Studierenden ja auch ein Projekt gemacht. Genau, also wir haben für unterschiedliche Aufgabenstellungen mal die Frage gestellt, wie kann die Stadt Aachen 2040 aussehen unter bestimmten Annahmen. Und eine Annahme war zum Beispiel für den Grabenring, dass wir dort einfach den parkenden Autoverkehr rausnehmen und aufzeigen, wie viel Platz ist eigentlich, wenn man den parkenden Verkehr rausnimmt und was könnte dort stattfinden. Und ich muss einfach eingestehen, als ich diese unterschiedlichen Entwürfe gesehen habe, war ich selbst überrascht, wie viel Raum an welcher Stelle tatsächlich gewonnen werden kann. Und wir haben dann gesagt, das muss man jetzt einfach mal ausprobieren unter dem Stichwort runder Tisch. Das war sozusagen unser Arbeitsbegriff. Wir organisieren einfach mal entlang des Rings einen runden Tisch für einen Tag, für einen Samstag, einen Sonntag und laden Initiativen und Menschen und Anwohner vor Ort ein und diskutieren einfach mal, was könnte dieser Raum im Sinne einer Zukunftsvision sein. Mit dem Wissen darum, dass es nur ein Tagesexperiment ist, aber ich habe an ganz vielen Stellen, wenn wir Stadtgestaltung gemacht haben, gemerkt, am Anfang ist immer die Angst, ich muss etwas aufgeben, ich verliere etwas, wenn ich etwas ändere. Also dieses Festhalten an dem Status quo ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und in dem Moment, wo man sieht, was könnte eigentlich passieren, dann hat man eine ganz andere Wahrnehmung. Und jetzt hatten wir uns natürlich schon sehr darauf gefreut, dass dieser besondere Tag im August, geplant war ja auch der letzte Sonntag im August unter dem Stichwort Grabenring stattfinden kann und dass man dann im Anschluss einfach mal darüber diskutiert, was ist denn eine realistische Möglichkeit, hier mehr Qualität, mehr Aufenthaltsqualität einzubringen. Und ich bin ja immer jemand, der, wenn er überzeugt ist von irgendwas, sagt, naja, vielleicht war es nicht der richtige Moment. Oder die Krise verschiebt jetzt das eine oder andere, aber wir geben es natürlich nicht auf. Es findet dann, und darauf vertraue ich jetzt, später statt. Und ja, ich würde einfach erhoffen, dass solche Experimente, solche Stadtexperimente uns alle etwas mutiger machen. Ja. Und das muss doch einfach auch in einer Stadt wie Aachen möglich sein. Absolut, weil ich finde, eine Stadt, die so viele Studierende hat, also so viel junge Menschen, die auch
bewegungsfreudig sind, viele mit dem Rad fahren, zu Fuß unterwegs sind. Das ist auch ein Teil der Bevölkerung, die das auch trägt. Und ich bin, also bei Mut bin ich auch im Boot. Das finde ich jetzt ganz wichtig, dass man über den Erfahrungsraum auch hinaustritt, um neue Erfahrungen zu ermöglichen. Denn nur über andere Erfahrungen kann man auch spüren, wo der Mehrwert ist. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und vielleicht können wir mit Blick auf die Uhr auch ein bisschen ohne diese Pandemie auch zu diskreditieren. Aber es ist ja auch ein großes Experiment. Also wir werden mit vielen Dingen konfrontiert, wo wir anders mit umgehen müssen. Wir sind weniger mobil, wir sind ruhiger, langsamer. Und das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die Sie ja auch beschrieben haben, die uns ermutigen kann zu sagen, ja, wollen wir davon nicht auch ein Stück behalten? Also, dass wir da auch, ich merke das mit dem Fahrrad in der Stadt, man ist wesentlich sicherer unterwegs, man hat weniger Stress drumherum, weil weniger los ist. Und das ist eigentlich eine Qualität, die wir auch halten können. Also von daher ist sicherlich dieser Grabenring Ende August nicht realistisch, aber ich hoffe, dass wir diese Erfahrungen konservieren können ein Stück weit, beziehungsweise auch wieder hochholen können, um damit wirklich nochmal mutige Entwicklungen voranzuschreiten. Wie ist denn im Moment Ihr Alltag in Corona? Was heißt das für eine Professorin in diesen Zeiten zu unterrichten? Und ich meine, Raumplanung hat ja auch viel mit Modellen, mit Haptik zu tun. Wie kompensieren Sie das im Moment? Also ich muss sagen, mein Alltag sieht völlig anders aus. Ich war es schon gewohnt, viel unterwegs zu sein, von einem Ort zum anderen und das natürlich auch möglichst schnell. Jetzt mache ich einiges von zu Hause, aber jetzt bin ich ja gerade auch in meinem Büro, aber ich sitze da eben nur mit einer kleinen Gruppe oder auch alleine. Also der Alltag hat etwas mit Homeoffice zu tun und er hat etwas mit digitalen Medien zu tun. Und das funktioniert eigentlich auch erstaunlich gut. Also meine Vorlesungen mit meinen 250 Studierenden funktionieren jetzt eben digital. Aber was ich natürlich vermisse, ist ein Hörsaal und die Gesichter der Studierenden, wo man sehr genau weiß, ist die Botschaft angekommen oder ist sie nicht angekommen. Jetzt melden sie sich per Chat und fragen nach, aber das ist einfach was völlig anderes. Aber in unserem Beruf ist es natürlich so, dass wir sehr viel Betreuung machen von Projekten und Entwürfen. Und das kann man bis zum gewissen Grad ganz gut digital. Aber dann geht es um die Qualität des Raumes, um die Gestaltungsprinzipien. Und da fehlt natürlich der anschauliche Dialog oder das Gespräch an einem Modell. Und das ist die große Herausforderung, die wir im Augenblick haben, weil wir beschäftigen uns ja nicht mit einem wissenschaftlichen Pamphlet oder einer wissenschaftlichen Ausführung, sondern wir beschäftigen uns mit Konzepten, die stadtgestalterische Aussagen machen, die den Raum auf die Probe stellen. Und da ist es natürlich eine extreme Herausforderung, die Lehre so gut wie es geht heute durchzuführen. Aber ich denke, die Zukunft wird darin liegen, die digitale Erfahrung mit dem Analogen zu verbinden, also hybride Formen von Begegnungen, Lehre und Forschung weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt eine Erfahrung, zu der wir gezwungen worden sind. Und wir müssen jetzt etwas daraus machen. Und es geht eben genau so weit, dass wir auch Bürgerbeteiligungsformate uns überlegen müssen, die einerseits natürlich erstmal das große Potenzial haben, viele Menschen zu erreichen, aber wir müssen sehr genau gucken, wen schließen wir durch diese anderen Formen der Beteiligung aus. Also das Stichwort Teilhabe, das sagt sich so einfach, aber es ist nicht ohne weiteres umsetzbar, nur mit digitalen Formen von Beteiligung. Ja. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir aus diesem Prozess lernen, hybride, also sozusagen immer zweiseitige Mischformen von Formaten weiterentwickeln. Aber ich bin jemand, der lieber im Gespräch mit Menschen ist, als über digitale Medien weit weg vom Menschen operiert. Was ist denn das Erste, was Sie machen, wenn Sie wieder frei entscheiden dürfen über Ihr Leben? Wenn ich wieder frei entscheiden darf, das, worauf ich mich am meisten freue, ist einfach mal wieder schwimmen zu gehen. Also meine 1000 Meter zu schwimmen, das ist mein großer Traum.
Und der zweite Traum ist einfach wieder, wie ich das auch gewohnt bin, in meiner Straße sozusagen die Menschen, meine Nachbarn, zum Nachbarschaftstreff einzuladen. Ja. Und das fehlt mir. Also diese schnellen Begegnungen an der Haustür, das ja. Tür zu machen und einfach sozusagen nicht mehr sich intensiv austauschen können oder mal zusammenzusitzen und zusammen zu grillen oder was auch immer. Ja, da werden wir auch noch ein bisschen warten müssen, wie es aussieht. Aber ich kann Ihnen eins sagen, der Hangeweiher ist schon voll Wasser. Also er wartet auf Sie. Daran liegt es nicht. Und ja, ich denke, wir werden das gut schaffen, wenn wir so weiter so solidarisch sind und zusammenhalten und vernünftig uns am Riemen reißen sozusagen. Und ich freue mich auch, Sie in einem oder anderem Kontext persönlich kennenzulernen und das weiter zu vertiefen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, die interessanten Einblicke in Ihre Tätigkeit und das, was Aachen an Potenzial hat, an Ihre Visionen. Ich denke, solche Menschen sind ganz wichtig, die weit schauen, die Dinge antizipieren, die andere noch nicht sehen und uns damit auf die Reise nehmen, damit Aachen noch schöner wird und damit wir alle am Ende richtig stolz auf unsere Stadt sind und ja, da nichts dran lassen. In diesem Sinne herzlichen Dank, Frau Professor Reicher. Und ja, ich hoffe, dass Sie bald ins Wasser springen können und danke fürs Gespräch. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder und herzlichen Dank. Danke auch.